Gründonnerstag. Jetzt sind wir da. Müde, wach. Uns fällt das Leben leicht und es fällt uns schwer. Wir wissen viel und wir wissen nichts. Sind beieinander und an verschiedenen Orten und alle sind wir Menschen, die Gott brauchen. So sind wir zusammen jetzt in seinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus, wir üben noch. Wir üben zu lieben. Wir üben zu hoffen. Wir üben zu vergeben. Wir üben, dich zu suchen. Du weißt, wer wir sind. Wir werden sehen, wer wir sein können. Befreie uns. Nimm von uns, was uns festhält, damit wir aufbrechen können. Zu dir. Amen. Lesung aus Matthäus 26. Und es begab sich, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte, dass er zu seinen Jüngern sprach: Ihr wisset, dass in 2 Tagen Passa ist, und der Menschensohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Da versammelten sich die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes im Palast des Hohenpriesters, der hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber: Ja, nicht bei dem Fest, damit es nicht eine Aufruhr gebe im Volk. Als nun Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, trat zu ihm eine Frau, die hatte ein Glas mit kostbarem Salböl und goss es über sein Haupt, als er zu Tisch saß. Als die Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese Vergeudung? Es hätte teurer verkauft und das Geld den Armen gegeben werden können. Als Jesus das merkte, sprach er zu den ihnen: Was betrübt ihr die Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Dass sie das Öl auf meinem Leib gegossen hat, das hat sie für mein Begräbnis getan. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Da ging einer von den 12 mit Namen Judas Iskariot hin zu den Hohenpriestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn verriete. Aber am ersten Tage der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und fragten: Wo willst du, dass wir dir das Passahlamm zu essen bereiten? Er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Ich will bei dir das Passa feiern und meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den 12.
Und als sie es aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet hin, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Und alsbald, während er noch redete, kam er zu Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine Schar mit Schwertern und mit Stangen, von den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hatte ihn ein Zeichen genannt und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den er greift. Und führt ihn sicher ab. Und als er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach: Rabbi, und küsste ihn. Die aber legten Hand an ihn und ergriffen ihn. Einer aber von denen, die dabei standen, zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ihr seid ausgezogen, wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen, aber so muss die Schrift erfüllt werden. Da verließen ihn alle und flohen.
aufrecht steht Jesus vor seinen Richtern, eben noch am Boden liegend im Garten Gethsemane, gepeinigt von der Angst vor dem Kommenden und ringend mit seinem himmlischen Vater: Aber, guter Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aufrecht steht Jesus vor seinen Richtern, auferstanden aus seiner Angst um das eigene Leben. Ein Herr steht da vor seinen Richtern, weil er Herr geworden ist über seine Angst, bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen und seinen Weg anzunehmen, der in der Kreuzform der seine Hände bindenden Stricke schon vorgezeichnet ist. Wie klein und gewunden wirken dagegen die beiden Machthaber im Lichte seiner Gradlinigkeit. Gebunden, der Aufrechte, und doch sind die wirklich Gebundenen die beiden Mächtigen, denn ihre Blicke und ihre Körperhaltungen verraten, wie sehr sie Gebundene ihrer eigenen Ängste sind. Wer ist hier in Wirklichkeit gefangen und wer frei? Gebunden, der Freie, so steht Jesus vor seinen Richtern. Verkniffen und misstrauisch sieht ihn der Hohepriester Kaiphas an und drückt die Schriftrolle der Tora ganz fest an sich. Nein, du wirst auf meiner Wahrheit nicht noch länger herumtrampeln, nicht mehr länger wirst du in Frage stellen können, was mir, Kaiphas, lieb und teuer, ja heilig ist. Keine Gelegenheit wirst du mehr haben, die Macht derer, die die Wahrheit verwalten, zu können Glauben in Frage stellen. Bald schon wirst du schweigen, für immer, und die religiöse Ordnung wird wieder einkehren. Sabbat wird wieder Sabbat sein und dein so menschenfreundlicher Abba-Gott wird wieder dorthin zurückkehren, wo er hingehört. Hinauf in den Tempel und hinter den Vorhang des Allerheiligsten, dorthin, wohin ihn die Priesterklassen immer wieder verbannt haben, um dem Volk nach eigenem Gutdünken scheibchenweise Anteil an Gottes Liebe und Güte geben zu können. Angst hat er, der Hohepriester, Angst um seine Macht, Angst um sein Monopol auf die Wahrheit, Angst vor einem Gott in Lumpen, ganz unten bei den Menschen, der die eigene Lebensweise in Frage stellen könnte. Der andere Mächtige in den Fesseln seiner eigenen Angst, die ihm die Freiheit des Handelns nehmen, ist Pilatus, der Statthalter des römischen Kaisers. Sein Gesicht ist versteinert, einer Maske gleich, ein Pokerface, das keine Gefühle erkennen lassen möchte. Blutrot, die Robe des Scharfrichters, blutrot, aber auch die Farbe des Gewandes Jesu. Ist etwa auch er ein Richter, aber ein ganz anderer? Während Jesu Hände im Zeichen des Kreuzes freiwillig gebunden sind, wäscht Pilatus seine Hände in Unschuld und hat doch das Blut ungezählter Menschen an seinen Händen kleben. Ein versteinertes Gesicht, das keine Gefühle zeigen möchte oder keine Regung sich leisten zu können glaubt, und seine Hände stets in Unschuld badend. Das sind Zeichen eines schwachen Menschen, der mit der Selbstverständlichkeit eigenen Schuldigwerdens im Leben nicht umgehen kann und darum sich stets hinter Ämtern, Befehlen oder Sachzwängen verstecken muss, um vor dem eigenen inneren Richter unangreifbar zu bleiben und keine eigene Verantwortung übernehmen zu müssen. Was ist Wahrheit, wird er zu Jesus sagen. Was ist schon Wahrheit? Wer die Macht behalten will, darf nicht sentimental nach der Wahrheit fragen, sondern muss clever sein und sehen, wo er bleibt, muss im Notfall auch bereit sein, Menschen auszuschalten, die die eigene Macht gefährden. Jesus vor Kaiphas und Pilatus. In welcher der drei Gestalten erkennen wir etwas von uns selbst? In allen dreien vielleicht? Aufrecht und geradlinig wollen wir sein wie Jesus,
der Menschlichkeit und Barmherzigkeit verpflichtet und im Ernstfall den Konsequenzen unserer Überzeugung nicht feige ausweichend. Und doch gleichen wir wahrscheinlich viel öfter den beiden in sich verkrümmten Gestalten, Kaiphas und Pilatus, geleitet und im Innersten bestimmt von so vielen Ängsten. Ängste, die uns immer wieder verschlossen, rechthaberisch und feige machen, verschlossen für Neues, für neue Gedanken und Einsichten, die aber bisher sicher Geglaubtes in Frage stellen, verschlossen und darum rechthaberisch, weil wir am Ende Recht behalten wollen, weil wir glauben, uns so vor anderen als stark zu erweisen und feige. Feige wie Pilatus, der von der Unschuld Jesu nur zu gut wusste und doch nicht einschritt, weil es ihn selber etwas hätte kosten können, am Ende sogar seine Stellung. Jesus und Pilatus in roten Gewändern, zwei Richter, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine wäscht seine Hände im Unschuldsbad fremder Gesetze und Befehle, der andere hat im Geschehen des Gartens Gethsemane seine letzte Chance vertan, um sich doch noch billig davon zu machen und seinen Kopf im letzten Augenblick aus der Schlinge zu ziehen, das, was all jene Vertrauten getan haben, die ihn in der Not verlassen haben. Nun steht der Richter der Liebe vor dem Scharfrichter. Der Gottesrichter hat sich die Hände binden lassen, so als wolle er aller Welt zeigen, dass der Richter der Liebe das Gegenteil des Scharfrichters ist. So also richtet Gott die Welt, indem er das Zeugnis der Liebe Gottes bis zur letzten Konsequenz trägt und verkündet. Gottes Gericht ist kein Blutgericht, sondern eines, das uns zurechtbringen, heilen und retten wird. So steht Gott in der Welt ein für allemal. Allein steht er vor seinen Verklägern. Er allein trägt das Licht der Wahrheit und der Liebe durch diese finsteren Stunden hindurch und bewahrt es für uns alle auf. Und darum wird Gott ihn am Ostermorgen aus dem Grab herausrufen und ein Licht anzünden, das nie mehr verlöschen wird. Und darum dürfen wir all unsere so oft in Lieblosigkeit und Feigheit erloschenen Lichter immer neu bei ihm anzünden, so wie es die davongelaufenen Jünger damals erlebt haben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen. Und so beten wir, Gottes Lebens noch wissen wir nicht,
wer wir sein können, noch wissen wir nicht, was werden wird. Herr, erbarme dich. Wir bringen dir die Tränen derer, die einsam sind. Herr, erbarme dich. Wir bringen dir die Sehnsucht derer, die hungert und dürstet. Herr, erbarme dich. Wir bringen dir die Angst derer, die keinen Weg sehen. Herr, erbarme dich. Du hast den Tod überwunden. Du hast der Angst die Macht genommen. Lass uns hineingehen in dein Licht, in deinen Morgen. Wir suchen dich. Komm uns entgegen. Und gemeinsam beten wir, wie Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat, und legen all das hinein, was uns persönlich auf dem Herzen liegt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Darf noch herzlich einladen zum Abendmahlsgottesdienst am morgigen Karfreitag um 10 Uhr. Richten Sie doch bitte zu Hause Brot und Saft oder Wein, und so können wir wirklich, wenn auch an verschiedenen Orten, doch gemeinsam Abendmahl miteinander feiern. Und nun geht oder lasst uns alle miteinander gehen in diesen Abend als Menschen, die von Gott Gesegnete sind. Lasst uns gehen in seinem Frieden. Der Herr segne uns und er behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen.